tolles Wetter. Aber ob ich mir das gut ausgedacht habe, einen Vierliner zu fliegen. Dabei fliege ich doch erst seit ein paar Wochen überhaupt mit einem Drachen. Und jetzt habe ich mir den Sky Monkey geholt, den Storm Drifter mit 2,3 Metern Spannweite. Fliegt bei 2 bis 6 BFT und ich bin an meinem Lieblingsspot und genieße nicht nur die Aussicht, sondern ich hoffe auch gleich meine ersten Flugkünste mit dem Vierliner. 4 Schnüre habe ich schon mal enttüdelt und richtig hingelegt. Das wird jetzt der allererste Start meines ersten Vierliners, eigenen Vierliners. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wind ist da, aber ich bin noch überhaupt nicht da. Okay, ich probiere es mal. Aber irgendwie wirkt die eine Schnur länger. Oh, ei, ei, ei. Boah, zieht der. Ei. Ja, cool. Er ist oben. Mein Sky Monkey ist oben. Das Coole ist ja, mit dem Vierliner kannst du den Drachen dann einfach abbremsen. Zack. Ist das cool. Ja, das ist mal witzig. Ich glaube, die Kamera passt nicht. So. Also, zack, wieder hoch das Ding. Puh, ey, ist das cool. Erster Start. So, komm runter. Oh, das war ein bisschen viel Wind. So, oben ist das Ding wieder. Schnell ist die. Oh. Bloß nicht in die Bäume. Krass, ey. Nee. Patsch. Und direkt wieder hoch. Ja, mega, ey. Boah, der Wind ist der Hammer. Ah, runter. Also hätte ich die Lenkbahn nicht dran. Die Händels nicht dran. Alter Schwede, ey. Dann wäre das Ding schon weg. Zack. Nee, unten bleiben. Einmal landen und wieder hoch. Ein bisschen mehr Wind. Das passiert, wenn man nicht bremst. That's fast.